Berge so hoch wie der Himmel, schneebedeckte Pyramiden. Ihre Gipfel Feuerschlünde, die Asche spucken, Rauch und Steine. Lava rinnt die steilen Flanken hinab, erkaltet, erstarrt. Und an den Füßen dieser Berge Geysire, Taiga, Sümpfe, menschenleeres Land, das in den Ozean fließt. Kamtschatka, der Anfang der Welt. Ein Urort am östlichen Ende des Kontinents. Dort versinkt Asien im Pazifischen Meer und taucht einen Tag später wieder auf, hinter der Datumsgrenze, als Alaska, Amerika. Der lange Weg nach Kamtschatka. Auf den Spuren des Naturforschers Georg Wilhelm Steller. Feature von Conny Klaus. Dies ist die Geschichte einer Sehnsucht. Und von Menschen, die ihrer Sehnsucht folgten. Von Forscherdrang beseelt, wagten sie den weiten Weg bis in den fernen Osten. Tausende Kilometer weit. 250 Jahre liegen zwischen ihren Reisen, 2,5 Jahrhunderte, in denen Russland zur Großmacht wurde, sich vom Zarismus befreite, sich zur Sowjetunion aufblähte und wieder zerfiel. Der eine Reisende ist Maler, Fotograf und Vogelkundler. Uli Wanhoff heißt er, geboren 1952 im erzgebirgischen Aue. Studierte in Dresden, wohnt in Berlin. Er sammelt Töne aus Kamtschatka, zum Beispiel die einer Meerschabe. Wie nah? Ein Meter vielleicht. Also man kommt sehr dicht dran, vor allem wenn sie im Brutverhalten ist, so dass diese Tiere auch nicht wegfliegen. Steller hat die ja auch beschrieben, ist auch sehr dicht rangekommen und schreibt eben von tummen Tieren, die eben einfach nicht wegfliegen. Man hätte sie greifen können, sie haben einfach keine Scheu. Sie kennen einfach die Gefahr des Menschen überhaupt nicht. Und das macht es eben auch interessant auf der Beringinsel. Das entspricht vielen, vielen Tierarten, die man fast eigentlich mit der Hand greifen kann. Der andere Reisende war Theologe, Mediziner und Botaniker. Geboren 1709 im fränkischen Windsheim. Studierte in Wittenberg, Leipzig, Jena und Halle. Georg Wilhelm Steller. Er durchquerte Sibirien, entdeckte mit Vitus Bering den Seeweg nach Alaska, erforschte und beschrieb Kamtschatka. Ihm können wir uns nur über seine Schriften nähern. Der Name Kamtschatka ist diesem Lande bei Eroberung des Landes von den russischen Kosaken beigelegt worden, weil sie von den heidnischen Völkern durch Zeichen vernommen, dass der Fluss Kamtschatka, welcher der größte im ganzen Lande, von ihnen Kamtschatka genannt werde. Und eben daher benannten sie auch alle darauf befindlichen Einwohner nach ihrer Gewohnheit Kamtschadali. Man stelle sich vor, eine Halbinsel, größer als der italienische Stiefel, umspült vom stillen Ozean im Osten und dem Achotskischen Meer im Westen. Nördlich reicht Kamtschatka fast an den Polarkreis heran. Dort dauern die Winter 8 Monate und die Temperatur sinkt auf 50 Grad minus. Die Südspitze Kamtschatkas liegt auf dem 51. Breitengrad, der auch mitten durch Deutschland führt. Zur Zeit des Kalten Krieges war das Gebiet militärische Sperrzone. Niemand durfte ohne Prapusk, ohne Erlaubnis die Halbinsel betreten. Sowjetbürger nicht und Ausländer schon gar nicht. 1990 verkündet eine kleine Notiz in der Zeitung, die UdSSR öffnet Kamtschatka für Touristen. Ich wollte eigentlich nach Afrika 1990 und dann kamen Freunde auf mich zu, Jan Oelker, und da sagt: Mensch Uli, wollen wir nicht nach Kamtschatka? Sag ich: Alter, was wollen wir denn in Kamtschatka? Ne? Ja, man weiß ja nie, ob man wieder mal dahinter kommt.
Das heißt, dahinter kommt, Russland hat sich geöffnet und wie weit stabil die politischen Verhältnisse in Russland sind, wusste man zu der Zeit noch nicht. Es könnte auch das letzte Mal sein, so weit nach dem Osten. Und das hat mich natürlich auch interessiert. Wie weit kann man nach Osten fahren, bevor wieder Amerika steht? Uli Wanhoff, damals Ende 30, besucht im Sommer 91 als einer der ersten Ausländer die Halbinsel aus Feuer und Eis. Von den 160 Vulkanen Kamtschatkas sind 29 noch aktiv. Das ist natürlich vom Erderlebnis ein grandioses Erlebnis, wie unsere Erde mal vor Millionen Jahren ausgesehen hat, wenn man durch riesengroße Aschefelder läuft, wochenlang teilweise. Man muss sich vorstellen, vom Meeresspiegel aus steigen diese Vulkane 3.000 bis 4.000 Meter hoch. Also man kriegt ja den Mund nicht mehr zu, wenn man die schneebedeckten Vulkane sieht, diese großen Erdpickel, die da aus den Grün heraus, wir sind ja im Sommer gewesen, aus den Grün heraus in weiß oben enden, in einer weißen Spitze enden. So ein wasserreiches Land Kamtschatka, so unzählige gesunde und herrliche Quellen sind darauf allenthalben anzutreffen. Die Quellen im ebenen Lande bringen Kamtschatka mehr Schaden als Vorteil. Dermaßen man zur Sommerszeit nirgends trocken, weder zu Fuß noch zu Pferdfahrt kommen kann. Und muss man mit höchster Beschwernis, Gefahr und großen Umschweifen allein von einem Ort zum anderen auf den Flüssen mit Kähnen oder durch seltsame Umwege auf den Gebirgen kommen. Daher geht auch alles in meinen Verrichtungen viel schwerer und langsamer zu. Georg Wilhelm Steller wächst als das vierte von 10 Kindern im fränkischen Windsheim auf, als Sohn eines evangelischen Kantors. Das begabte und neugierige Kind bekommt ein Kirchenstipendium und kann so das Gymnasium besuchen. Als Klassenprimus beendet er die Schule. Sein vor versammelter Schülerschaft gehaltener Vortrag trägt den fulminanten Titel »Über den Donner als Äußerung und Beweis des göttlichen Wirkens«. Wieder ist es ein Stipendium, das Georg Wilhelm Steller das Studium ermöglicht. Diesmal für den Besuch der Wittenbergischen Universität, wo sich der wissbegierige Franke 1731 für das Studienfach Theologie einschreibt. Wittenberg gilt damals als Hort der lutherischen Lehre, als Hochburg der evangelischen Konfession. Naja, ich sehe das ein bisschen auch, dass er schon die Anfänge der Aufklärungszeit widerspiegelt. Und er ist eine Persönlichkeit gewesen, offensichtlich, die völlig unvoreingenommen an neue Dinge heranging. Wieland Hintsche, Wissenschaftshistoriker und Experte für die Russlandkunde des 18. Jahrhunderts. Ja, es ist sicher weniger das Missionarische. Er war im Grunde Naturforscher schon in Halle, galt sein Interesse vorwiegend der Botanik. Er hat sich also bereits ein sehr umfangreiches Wissen angeeignet. Wieland Hintsche lebt in Halle an der Saale, jener Stadt, die für den jungen Steller am Ende seines Studiums zum Ausgangspunkt seiner großen Reise werden sollte. Hintsche sitzt gitarrenrauchend zwischen Bergen von Papier. Kopierte Handschriften, die er akribisch aufbereitet. Bisher 8 deutsche und 3 russische Bände umfasst die von ihm editierte Sammlung Quellen zur Geschichte Sibiriens und Alaskas aus russischen Archiven. Herausgegeben im Auftrag der Russischen Akademie der Wissenschaften St. Petersburg und den Frankischen Stiftungen zu Halle. Beide Städte verbindet eine lange Geschichte. Sie reicht bis ins Jahr 1695 zurück, als der Pietist August Hermann Franke vor den Toren Halles ein Waisenhaus gründet. Schnell entwickelt sich eine ganze Schulstadt. Die Zöglinge werden unter anderem zu Missionaren ausgebildet. Von Halle aus gehen sie nach Persien, Indien und Australien. Gleichzeitig kommen Studenten aus dem Zarenreich ins preußische Halle. Der Ort mit seiner aufgeklärten Universität wird das Zentrum der Russlandkunde im 18. Jahrhundert. Natürlich, fremde Länder sind immer erstmal faszinierend für diejenigen, die nicht dort waren. Aber hier kommt hinzu einmal die Geografie. Geologie, die Vulkane auf Kamtschatka, das spielt sicher eine große Rolle. Und dann fremde Völker, die völlig andere Sitten haben. Und das hat natürlich Wissenschaftler natürlich interessiert. Steller wendet sich immer mehr den Naturwissenschaften zu. Botanik, Zoologie und Medizin. Da sein städtisches Stipendium nach einem Großbrand in Windsheim gestrichen wird,
muss er sich seinen Lebensunterhalt als Hilfslehrer verdienen. Der 22-Jährige wird Informator im Waisenhaus der Frankischen Stiftungen. Auch wenn er den strengen Pietismus der Anstalt ablehnt, hier öffnet sich für den jungen Mann das Tor zur Welt. Wir sind hier in der Wunderkammer der Frankischen Stiftungen, der Kunst- und Naturalienkammer im historischen Waisenhaus. Eine Kammer, die August Hermann Franke, der Stifter der nach ihm benannten späteren Frankischen Stiftungen, bereits 1698 angelegt hat zu Bildungszwecken, damit die Schüler seiner Schulen die Gottesschöpfung in einem Raum, in einem Mikrokosmos erfassen können. Friederike Lippold von den Frankischen Stiftungen führt durch die Kammer im Dachgeschoss des ehemaligen Waisenhauses. In kunstvoll verzierten, barocken Glasvitrinen sind Merkwürdigkeiten aus aller Welt versammelt. Neben dem Zahn eines afrikanischen Flusspferdes blitzen Mineralien aus Ostindien. Ein bemaltes Straußenei stammt aus Australien, eine Haube zum Schutz vor Mücken aus Astrachan. Inmitten des Raumes ist das Horologium Horizontale zu bewundern. Ein blechernes Modell zur Erklärung des Sonnenschattens. Etwa 5000 solcher Objekte umfasst die einzige original erhaltene Wunderkammer Deutschlands, ein Spiegel der barocken Welt. Und wer genau hinschaut, sieht die vielen Objekte, die auf Verbindungen nach Russland verweisen. Damals gab es ja keine Massenmedien wie heute, dass man dann den Fernseher anmachte und guckte, ach, das Waisenhaus in Südindien, sondern man hatte diese Möglichkeit, diese Kammer eigentlich als repräsentative Kammer, natürlich auch als repräsentativen Raum in den Stiftungen, um zu zeigen, einen Frauenschuh aus Moskau, wunderschönes rotes Leder verziert, noch mit Stickstichen, die besagte Mückenhaube, ein Holzgefäß, eine Kanne, in die wie in einer Matroschka die Becher hineingestapelt werden. Der unterste ist der größte und dann immer kleinere Becher, sodass man also so ein Reisegefäß hatte, was sich schnell verpacken ließ. Alle Tassen rein, Deckel der Kanne zu und wenn man dann also Picknick machte zwischendurch, Kanne wieder auf, alle Becher raus und man konnte sich gegenseitig bewirten. Solche Sachen, also auch ganz praktische Sachen, wurden hier nach Halle geschickt. Für den Informatorsteller wird Russland zur Verheißung. Er kann die ersten Wörterbücher benutzen, die damals entstehen, und er hört manches aus dem Zarenreich. Seit 1700 hat dort Peter I. ein gigantisches Reformwerk in Gang gesetzt. Begeistert von den technischen Entwicklungen in Westeuropa, lässt der Zar die neue Hauptstadt St. Petersburg errichten, gründet eine Akademie und holt kluge Köpfe aus aller Herren Länder in sein Reich. Er fördert Wissenschaft, Theater, Kunst und Architektur, baut Verkehrswege, stattet seine Armee mit einer Kriegsflotte aus und macht Russland zur Großmacht. Zu den großen Ideen gehört die Erkundung eines Seeweges durch das Eismeer nach China und Indien. Gäbe es diese Nordostpassage, wäre der Handel mit diesen Ländern um ein Vielfaches leichter. Kurz vor seinem Tod, 1725, gibt Zar Peter einen Auftrag an den aus Dänemark stammenden Marineoffizier Vitus Jonassen Bering. 1. Man soll in Kamtschatka oder an einem anderen Orte zwei Schiffsböte mit Verdecken bauen. 2. Mit diesen Schiffsböten längs der Küste, welche nach Norden verläuft, und wahrscheinlich, da man ihr Ende nicht kennt, ist dieses Land ein Teil von Amerika. 3. Und deswegen suchen, wo sie mit Amerika zusammenläuft und bis zu irgendeiner Stadt einer europäischen Macht gehen oder, wenn man irgendein europäisches Schiff sieht, von ihm erfragen, wie die Küste heißt und es aufschreiben und selbst an der Küste landen, wahrhafte Nachrichten einziehen und, nachdem man sie auf eine Karte gebracht hat, zurückkehren. Kapitän Bering macht sich mit etwa 70 Mann auf den weiten Weg durch Sibirien. Man nutzt die Flüsse, treidelt, überwintert, schleppt das Material für den Bootsbau durch unwegsames Gelände. Alle 660 Transportpferde kommen auf dieser Reise um. Es dauert 2 Jahre, bis Bering das Ochotskische Meer erreicht und dort ein Boot bauen kann. Er nimmt Kurs auf Kamtschatka und von da, wie befohlen, nordwärts die Küste entlang. Bering erreicht den Polarkreis. Und als sich keine Küste mehr nordwärts erstreckt,
beschließt er im August 1728 umzukehren. Das amerikanische Festland liegt in greifbarer Nähe. Doch Bering kann es nicht erkennen. Nebel verhüllt die Sicht. Weil man nun bei der im Jahr 1730 erfolgten Zurückkunft des Kapitäns Bering in Moskau sogleich einsah, wie wenig die Absicht erreicht und wie viel noch Hoffnung übrig sei, das Land Amerika in der Nähe zu vermuten, auch zugleich der Wunsch rege wurde, zuverlässige Kundschaft von denen Kamtschatka südlich bis Japan gelegenen Inseln einzuziehen, so erwuchs daraus die zweite große und wegen der Weite des Weges abgelegenen und beschwerlichen Transportes des Proviant- und Materialvorrats und vielen anderen Ursachen so teure und schwere kamtschatkische Expedition. 1734 verlässt Georg Wilhelm Steller die deutschen Lande und reist auf gut Glück nach Danzig. Dort schließt er sich als Wundarzt der russischen Armee an, die gerade auf dem Rückzug aus dem Krieg um die polnische Thronfolge ist. In St. Petersburg begegnet der inzwischen 25-jährige Lutheraner dem weltoffenen Erzbischof Feofan Prokopowitsch. Der russisch-orthodoxe Kirchenmann ist beeindruckt von Stellers Wissen und Person und vermittelt ihn an die neu gegründete Petersburger Akademie der Wissenschaften. Sie ist der Schlüssel für die Forschungsreise in den fernen Osten. Ja, das klingt blöd. Ich war so mit einer so Beststudenten gewesen und da kriegte man eine Auszeichnung nach Leningrad. Und zwar Dresden, Leningrad, das waren Partnerstädte früher gewesen, so dass dann ein aktiver Austausch war unter der Kunsthochschule im Repin-Institut in Leningrad und natürlich in Dresden. Und da durfte ich dann einen Monat dort mitfahren. Es war ein Austausch, wo ich dann am Repin-Institut, wenn man so will, meine erste russische Freundin kennengelernt habe, die perfekt Deutsch sprach. Und das war eigentlich der Auslöser für mich, Russland immer wieder zu besuchen. Aus dem Beststudenten Uli Wannhoff wird nach dem Studienabschluss ein Aussteiger. Noch gelten die Spielregeln des Absolventengesetzes der DDR, wonach man sich seinen Arbeitsplatz nicht selber suchen kann, sondern eingeteilt wird. Wannhoff will sich nicht als Kulissenmaler nach Bautzen an das dortige Theater vermitteln lassen. Er sucht sich einen Ort, wo er möglichst unbehelligt seinem Selbststudium nachgehen kann. Im Keller der Kunsthochschule Dresden arbeitet er als Maschinist in einer Umformerstation. 18 Jahre lang. Ja, was macht man mit der Zeit? Viele Leute haben gesagt, Mensch, Uli, du lebst ja wie im Kommunismus schon. Ne? Weil ich während der Arbeitszeit duschen konnte. Während der Arbeitszeit habe ich freitags, das wusste der Chef, das wurde toleriert, Hallenfußball gespielt mit den Sportlehrern. Ich war der Erste, der eigentlich die Heizung angestellt hat. Und dann hatte ich immer 2-3 Stunden Zeit, bevor die Kollegen kamen. Da habe ich dann gelesen in erster Linie. Habe sehr, sehr, sehr viel gelesen. In der DDR, muss ich ja sagen, gab es eine wahnsinnig dichte Reiseliteratur. Gerade klassische Reiseliteratur, weil Neues ja nicht allzu viel dazu kam, weil das Reisen eben arg eingeschränkt war. Es gab ein paar wissenschaftliche Bücher zur Kompensation vielleicht. Jan Oelker, Kraftwerksingenieur und Fotograf aus Dresden, ein Freund von Uli Wannhoff. Beide kennen die Sowjetunion von vielen Reisen in den 80er Jahren, die oft am Rande der Legalität stattfanden und immer abseits der offiziellen Touristenrouten. Kamtschatka, das war ein unerreichbarer Traum. Na, ich bin generell interessiert für Geografie und das war halt das die Erdentstehung und diese Zusammenhänge, die konnte man halt in einer kleinen DDR ja überhaupt nicht beobachten. Also man hat ein paar Basaltfelsen an der Burg Stolpen gesehen und in der Tschechoslowakei die Prachowski-Skali, das waren so auch so ein Basaltausbruch, aber der Vulkanismus in unserer Gegend ist ja schon ein paar Millionen Jahre zurück. Und es war halt ein Punkt, wo in diesem riesen Sowjetreich in Kamtschatka, was ja Teil des pazifischen Feuergürtels ist, eines der aktivsten Vulkangegenden, war das auch die einzige Gegend, wo aktiver Vulkanismus zu beobachten ist. Und das war gesperrt. Und als das auf war, da konnte man wieder eine Vulkanlandschaft sehen, wo man sozusagen Erdentstehung live beobachten kann. Als Wannhoff und Oelker ihre erste Reise nach Kamtschatka antreten, ist die Sowjetunion gerade in Auflösung begriffen. Für die Militärzone Kamtschatka bedeutet dies die Öffnung für Reisende,
aber auch das Ende der Subventionen. Das, was heute brach liegt, war damals ein aktives Leben dort. Also es sind auch gerne Leute, auch Schauspieler oder Künstler, sind gerne in diese Armeesatellitenstädten, weil erstmal dort gut Geld zu verdienen war. Man bekam eine Wohnung und man brauchte ja auch für das ganze Militär Zivilkräfte. Das darf man nicht vergessen. Und dann war natürlich auch die Verpflegung wesentlich besser in solchen Militärstädten als woanders. Und das war natürlich auch erschütternd für die Militärleute und auch für die Zivilangestellten damals, als die das miterlebt haben, wie ihr eigenes Land dann untergegangen ist, weil die Subventionen wegfielen aus Moskau. Die Armee wurde um die Hälfte reduziert, das heißt also, die haben dann versucht, in die Fischerei einzusteigen, also ins zivile Leben zurückzukommen. Und das war ja auch nicht einfach, es war gar kein Bedarf. Aber eigentlich die ganze Infrastruktur war kaputt und runtergekommen. In der Mitte der Stadt war der Hügel der Liebe, da lag überall Klopapier rum und es war, also, und Müll und ja, die Pazifikflotte, also diese Fischflotte, die lag im Hafen. Das waren alles Rostkähne, wenn man das gesehen hat. Überhaupt der Müll an der Küste. Wir sind dann mal nach Savoyka, das ist ein bisschen weiter Richtung Küste von Petropavlovsk, also so ein Außenbezirk, da war ein Schiffsfriedhof, da waren ein Haufen Kriegsschiffe, alle verrostet und das war so ein skurriles Bild. Da kamen dann auf einem Kriegsschiff, da tauchten auf einmal zwei Offiziere auf, die, weiß nicht, was die dort oben gesucht haben, ob noch irgendwas Brauchbares war, jedenfalls in Sonntagsuniform mit weißen Mützen, also die sahen ganz edel aus und in dieser rostigen Schiff, also das war schon ein schräges Ambiente und überall dann lagen ein paar Schiffe mit Bug nach oben dort in dieser Bucht und also das sah schon skurril aus. Für Wannhoff und Oelker dienen Georg Wilhelm Stellers Berichte aus Kamtschatka als Orientierungshilfe. 250 Jahre nach ihrer Niederschrift. Dann sind wir erstmal, haben uns in Petropavlovsk eine Grobübersicht geholt über die Stadt und so und auch geguckt nach Möglichkeiten. Wir wussten ja nichts. Also Informationen hatten wir eigentlich nur aus historischer Literatur und nichts Modernes. Karten war auch Fehlanzeige. Wir hatten ein paar Fliegerkarten, Maßstab 1 zu 1 Million. Aber das war's auch gewesen. Der Flug von Moskau nach Kamtschatka dauert heute 10 Stunden. 1738 braucht Georg Wilhelm Steller ein ganzes Jahr, allein um von St. Petersburg nach Jenisejsk zu gelangen. Die Stadt liegt in Mittelsibirien, 1000 Kilometer vom Baikalsee entfernt und 3000 von Kamtschatka, Luftlinie wohlgemerkt. In Jenisejsk wartet der aus Tübingen stammende Gelehrte Johann Georg Gmelin. Er gehört zur Gruppe von Wissenschaftlern, die an der zweiten Kamtschatka-Expedition teilnimmt. Gmelin hatte um einen Gehilfen gebeten und die Petersburger Akademie der Wissenschaften hatte Steller dazu bestimmt. Gmelin berichtet über die erste Begegnung. Er war mit keinen Kleidern beschwert. Weil man die Haushaltung durch Sibirien mit sich führen muss, so hatte er sie so klein als immer möglich eingerichtet. Sein Trinkgefäß zum Bier war eines mit dem Trinkgefäß zum Met und Branntwein. Wein verlangte er gar nicht. Er hatte nur eine Schüssel, daraus er speisete, und in welcher er alle seine Speisen anrichtete. Zu diesen gebrauchte er keinen Koch. Er brauchte keine Perücke und keine Puder. Ein jeder Schuh und ein jeder Stiefel war ihm gerecht. Er hatte bei allem diesem keinen Verdruss über die elende Lebensart. Und je unordentlicher alles bei ihm zuging, desto fröhlicher war er. Es war ihm nicht schwer, einen ganzen Tag zu hungern und zu dursten, wann er etwas den Wissenschaften Ersprießliches ins Werk richten konnte. Der da im russischen Bauernrock ankommt, ist nun Adjunkt im Dienste der Zarin Anna Iwanowa. Gehilfe einer der kühnsten Forschungsreisen des 18. Jahrhunderts, der großen nordischen Expedition. Diesmal sind 3000 Mann beteiligt, verteilt auf 4 Gruppen über die gesamte Nordmeerküste und ausgewählte Gebiete des Landesinneren. Der Wissenschaftshistoriker Wieland Hintsche. In erster Linie waren diese Expeditionen natürlich militärische Expeditionen, muss man schon genau sagen, um die Grenzen Russlands genauer zu bestimmen
Man hatte keine Karten. Der größte Teil der Expedition war damit beschäftigt, die Küsten Sibiriens zu kartografieren. Dann wollte man Seewege nach Japan, nach Amerika erkunden. Die relativ kleine Gruppe der Wissenschaftler bei dieser Expedition hatte die Aufgabe, die Natur Sibiriens zu erforschen. Ziel war natürlich das Auffinden von Metallerzen, Gold und Silber möglichst. Da aber die Wissenschaftler von der Akademie relativ selbstständig handeln konnten, war deren Interesse natürlich nicht in erster Linie auf die wirtschaftliche Nutzung gerichtet, sondern allgemein eine Naturerkenntnis zu gewinnen. Die Akademiemitglieder um Gmelin führen eine umfangreiche Bibliothek mit sich. Dazu physikalische und astronomische Instrumente, ausreichend Rotwein, Kristallgläser und reichliche Vorräte an Papier, bemessen für mehrere Jahre. Als Stella eintrifft, sind Gmelin und Kollegen bereits 5 Jahre unterwegs. Sie wollen, wie sie sagen, nicht ewige Bürger Sibiriens werden und hatten erschöpft und krank ein Gesuch gestellt, den Rückweg antreten zu dürfen. An ihrer Stadt schicken sie Stella nach Kamtschatka. Unser Gemüt wurde sehr aufgemuntert, da der wackere Mann nach wenigem Aufenthalt bei uns genügsam zeigte, dass er der Sache gewachsen war und dass er sich aus freien Stücke zu diesem großen Unternehmen anbot. Wenn ich diese Reise selbst hätte tun sollen, so wäre sie ihrer kaiserlichen Majestät, wie ich freimütig bekennen muss, viel höher zu stehen gekommen. Stella reist zunächst nach Irkutsk und zum Baikalsee. In seiner Flora Irkutsiensis erfasst und beschreibt er 1150 verschiedene Pflanzen. Der Weiterweg führt ostwärts durch die sibirische Taiga nach Jakutsk. Die Jakuten begraben nur die Reichen. Die Armen werden in Schnee geschmissen oder sonst im Wald hingeworfen, einige Werste von der Jurte. Aus Armut werfen sie die kleinen Kinder weg. So wollten auch 2 Brüder ihre alte Mutter lebendig begraben, wo sie nicht von den Russen wären abgehalten worden, weil sie sagten, die Mutter wäre alt und unvermögend und zu nichts mehr nutze. Dahero banden sie alle ihre Gerätschaft auf den Rücken, schleppeten sie zu den Grabe. Hatten auch die Gruft schon fertig. Wenn einer bei ihnen dergestalt erkranket, dass er nicht mehr gehen kann, setzen sie ihn entweder auf einen Schlitten und fuhren ihn lebendig hinaus in Schnee, dass er erfriere, sehen sich auch nicht mehr nach ihm und sie lassen ihn auf der Jurte liegen, Hungers sterben. . 1740 erreicht Georg Wilhelm Steller einen Astrok, eine befestigte Siedlung. Es ist Achotsk, das dem Achotskischen Meer seinen Namen gibt. Dort trifft Steller die Mannschaft um Vitus Bering. Die Männer sind mit dem Bau von 2 Schiffen beschäftigt. 7 Jahre hatte es gedauert, alles notwendige Material durch Sibirien hierher zu transportieren. Im September 1740 setzen die Schiffe nach Kamtschatka hinüber, das erst wenige Jahrzehnte zuvor von Pelztierjägern entdeckt worden ist. Die ursprünglich auf 10.000 Rubel kalkulierte große nordische Expedition sollte am Ende 1,5 Millionen verschlingen. Etwa ein Sechstel eines Jahreshaushalts des Zarenreichs. So viel ist gewiss, dass Kamtschatka von den jakutskischen Kosaken über Lande entdeckt worden. Der Frieden aber zwischen Kosaken und Itelmenen währte nicht länger, als der Ostrog fertig worden. Alsdann gingen sie in die nahesten Ostrogen, raubten und plünderten mit Gewalt, was ihnen vorkam. Den Männern nahmen sie die Weiber und Töchter, die Söhne zu Diensten, die Schlitten und Hunde zu ihrer Bedürfnis, Zobel, Füchse, Proviant von den Balaganen. Die Kosaken haben binnen 40 Jahren die Zahl der Einwohner bis auf den 12. oder 15. Teil reduziert. Weil nun überdieses die Einwohner selbst einander in den Haaren lagen, so profitierten die Kosaken von der Gelegenheit, halfen einer Partei gegen die andere
und machten sie endlich, da sie alles geschwächt, alle untertänig. Stella bereist das Land, lebt mit den Einwohnern, erlernt ihre Sprache, beobachtet und notiert. Noch vor Ort verfasst er die Beschreibung von dem Lande Kamtschatka, dessen Einwohnern, deren Sitten, Namen, Lebensart und verschiedenen Gewohnheiten. Was nun die eigenen und unvermischten Sitten der Idelmenen von alters her betrifft, so richten sie einzig und allein alles dahin, ohne Sorgen allezeit fröhlich und völlig vergnügt in ihrer Dürftigkeit zu leben. Sie haben nur allein so viel Begierde zu arbeiten, als für sie und die ihrigen zu ernähren nötig ist. Haben sie nach ihrer Rechnung Fische genug, so fangen sie an, davon zu zehren, sich lustig zu machen durch Gastereien, Visiten, Tanzen, Singen und allerlei lustige Erzählungen. Im Essen und Trinken suchen sie sich durch die Vielfräßigkeit und Völlereien, nicht aber durch die Annehmlichkeit der Speisen zu ergötzen. Das ist für mich eigentlich das Spannende, muss ich sagen. Diese Pionierarbeit zu verrichten, Neues zu berichten, Einmaliges, weil eben diese Insel über 70 Jahre gesperrt war und auch früheren Zeiten war die einfach viel zu schwer zugänglich, ist auch heute noch schwer zugänglich. Für Uli Wanhoff liegt der Reiz Kamtschatkas bis heute in der unberührten Wildnis, die man hier noch finden kann. Fast jedes Jahr besucht er die Halbinsel. Aus seinen Reisen werden Expeditionen. Also ich kannte einen langjährigen Freund in Kamtschatka, das war Sascha Petschen. Und der hat zu mir gesagt, Uli, ich kann dich irgendwo hinbringen zu alten Kajaken, wo du alleine ornithologisch unterwegs sein kannst. Und ich habe gesagt, ich will aber nur alleine, ich will gar keine alten Leute. Ich will keinen Sozialdienst machen, ich brauche einfach nur eine Jagdhütte mehr nicht. Und er hat gesagt, Uli, ich lasse dich nicht alleine, das geht nicht. Und dann hat er mir so Fotos gezeigt. Und dann habe ich gesagt, das sind ja zwei Menschen dort. Ja, und er guckte mich mit großen Augen an. Na und? Du wirst wohl mit zwei Menschen zurechtkommen. So lernt Uli Wanhoff die Korjaken Annika und Wetschit, 81 und 73 Jahre alt, kennen, die in einer Jurte mitten in der Tundra leben. Es ist Winter, nachts 40 Grad unter Null. Und da habe ich mich breitschlagen lassen und dann hat mich ein Jäger, Kostja, aus Esso, der hat mich dann 70 Kilometer in die Wildnis gebracht, zu diesen beiden Alten dann. Und die Alten waren überhaupt nicht erfreut, als ich dort angekommen bin. Im Vorfeld hat der Jäger für mich auch alles organisiert, hat gesagt, wir kaufen Trockenfrüchte, wir kaufen Zigaretten, das und jenes, für die beiden Alten und natürlich auch für mich Lebensmittel. Und als ich dort angekommen bin, war natürlich für Annika und Wetschit so, dass die dachten, die müssten mich durchfüttern. Ja. Und als die aber diesen Sack sahen mit den vielen Lebensmitteln, dann fing schon Annika an zu lächeln. Mit der ersten Schnapsflasche wurde Wetschit gesprächig. Und dann frug mich Wetschit, ob ich nicht noch eine zweite Flasche Schnaps habe. Die haben auch noch aufgemacht am ersten Tag. Dann wurden die noch gesprächiger. Und dann war so, sag ich mal, das Eis gebrochen. Uli Wanhoff wohnt für einige Monate mit in der Jurte. Er sammelt Eindrücke und Naturalia. Zeichnet, fotografiert. Aus seinen Skizzen sollen später Gemälde entstehen. Oft begleitet Wanhoff den alten Wetschit bei der Jagd. Also Annika ist 81 Jahre, hat noch alle Zähne. Das hängt einfach damit zusammen, dass Annika im Tal lebt, dort wo eben Beeren und Pilze wachsen. Und Wetschit war Rentierkojake, also der mit den Rentierherden unterwegs gewesen ist. Und oben in so einer pflanzenfeindlichen Gegend, ja, da haben die Zucker gegessen und alles andere. Die waren auch zu faul, Pflanzen zu sammeln. Und bei ihm war genau das umgekehrte Verhältnis. Der hatte relativ wenig Zähne, er roch auch ganz stark aus dem Mund und hatte sich ganz schön zu quälen. Und hatte auch so einen Fleischwolf, also wenn ein Schneehase gefangen worden ist und dann abgezogen das Fell, dann wurde das Fleisch bei ihm durchgedreht, damit er überhaupt noch essen konnte. Den Arzt und Kräuterkundigen Georg Wilhelm Steller beschäftigt seinerzeit die Frage, wie Menschen in den rauen Gefilden Kamtschatkas überleben. Und er lernt von den Ureinwohnern manches, was ihm später nutzen wird. Der Skorbut plagt die Einwohner nicht, welches ihre vermischte Diät aus vielen Wurzeln, Kräutern und Baumrinden verursacht. Die gefrorenen und also roh genossenen Fische
der Gebrauch des wilden Knoblauchs, Tscheremscha genannt, die schwarzen und gelben Schaboksbeeren, Moroschki und Schikscha genannt, ja die Fische selbst. Während Steller vom Herbst 1740 bis zum Mai des Folgejahres Kamtschatka erforscht, bereitet Bering seine Seefahrt zur Erkundung des Meeres jenseits der Halbinsel vor. Am 4. Juni 1741 stechen die beiden Schiffe St. Peter und St. Paul in See. Steller wird als Schiffsarzt verpflichtet. Zunächst geht die Fahrt südwärts, auf der Suche nach dem Dagama-Land. Dieses Land allerdings ist nichts weiter als ein Gerücht, jedoch eingezeichnet auf den Seekarten. Benannt ist es nach dem portugiesischen Seefahrer João da Gama. Der hatte 150 Jahre zuvor behauptet, nördlich von Japan Land entdeckt zu haben. Für Berings Mannschaft wird erst nach Wochen des Umherirrens klar, dass es dieses Land nicht gibt. So wendete man sich einmal gegen Norden, auf welchem Kurs man zum ersten Mal einen kleinen Sturm auszustehen hatte und die erste Fatalität sich zutrug, da nämlich wegen des nebligen und trüben Wetters das andere Paketboot St. Paul unter den Befehlen des Kapitän Tschirikow sich von uns verlor und auch nachmals auf der ganzen Reise nicht wieder gesehen wird. Bering segelt nun ostwärts in der Hoffnung, Amerika zu erreichen. Nach fast 3 Monaten Fahrt kommt Land in Sicht. Der Winter steht bevor. Bering will also nur rasch die Wasservorräte auffüllen und dann schnell umkehren. Zu spät sei man losgefahren. Zu viel Zeit habe man schon vergeudet mit der Suche nach dem Dagama-Land. Doch Steller, der einzige Wissenschaftler an Bord und ständig im Konflikt mit den Marineoffizieren, will das Land erkunden. Man suchte mir erst mit der Erzählung grausamer Mordgeschichten Angst zu machen. Und weil ich erwiderte, dass ich niemals so weibisch gewesen, mich vor Gefahren zu fürchten, auch gar nicht raten könne, warum man mich nicht nach dem Lande lassen wollte, da doch dieses mein Hauptwerk, Beruf und Schuldigkeit auch mein fester Wille sei, der Krone wie bisher, also auch ferner nach Vermögen zu dienen. Weil ich nun sah, dass man mich mit Gewalt und wider meinen Willen zu unverantwortlicher Verabsäumung meiner Dienste zwingen wollte, betete ich ein besonderes Gebet, wodurch sich der Herr Kommandeur sogleich erweichen ließ. Beim Abschied vom Fahrzeug machte er noch eine Probe, wie weit ich Schimpf und Ernst verstünde, indem er mir mit dem Trompeter nachblasen ließ. Das Land, das Steller begleitet von einem Gehilfen betritt, ist die später sogenannte Kajakinsel. Eilig erkundet er das Eiland, unternimmt botanische Untersuchungen und macht eine ungeheure Entdeckung. Sobald ich auf der Insel am Lande war und wohl einsah, dass die Zeit teuer und kostbar sei, richtete ich sogleich meinen Weg gegen das feste Land zu, um Menschen und Wohnungen zu entdecken. Kaum war ich eine Werst längs dem Ufer hingegangen, als ich auf einer Stelle Kennzeichen von Einwohnern und ihrer Beschaffenheit antraf. Ich fand unter einem Baum einen alten abgehauenen Stamm, wie ein Troch ausgehöhlt, darin die Wilden vor ein paar Stunden in Ermangelung an Kessel und Geschirr nach vormaliger kamtschatalischer Art Fleisch mit glühenden Steinen gekocht hatten. Aus diesem allen glaube ich schließen zu können, dass die Bewohner dieser amerikanischen Küste mit den Kamtschatalen einer Herkunft sind. Was für eine historische Situation. Steller betritt vom Westen her kommend als erster Europäer Alaska. Beinahe wäre es zu einer Begegnung mit Amerikanern gekommen. Aber Kapitän Bering, schon an Skorbut erkrankt, will nur nach Russland zurück. Zu riskant scheint ihm jede Verzögerung. Der Winter naht. Steller hinterlässt an der Vorratsgrube einen gusseisernen Kessel, Messer, Pfeifen, Tabak und chinesische Perlen als Ersatz für die Objekte, die er wiederum mitnimmt. Enttäuscht notiert er in sein Tagebuch: Die Zeit, welche hier zur Untersuchung angewendet ward, hatte mit den Zurüstungen ein arithmetisches Verhältnis. 10 Jahre währte die Vorbereitung zu diesem großen Endzweck. 10 Stunden wurden der Sache selbst gewidmet. Die Rückreise ist von Stürmen und Nebel geprägt.
und von Krankheit. Skorbut hat nun viele der Männer erfasst. Sie ignorierten Stellers Anweisungen, frisches Wasser zu trinken, Kräuter und Wurzeln zu essen. Als nach 3 weiteren Monaten Land in Sicht kommt, vermutet Bering, die Küste Kamtschatkas erreicht zu haben. Noch bevor die Entscheidung fällt, ob man an diesem baumlosen, kargen Flecken überwintern will, reißen 2 Ankerseile und das Schiff fährt auf Grund. Diesen Tag brachte man viele Kranke vom Fahrzeug, worunter einige, sobald sie an die Luft gekommen, gleich am Ufer wegstarben. Man sah am Lande aller Orten nichts als betrübte und schreckenvolle Anblicke. Die Toten wurden, ehe man sie noch begraben konnte, von den Füchsen verstümmelt, welche sich sogar über die lebendigen und hilflosen Kranken, die ohne Bedeckung am Strande herumlagen, herzumachen nicht scheuten und sie nach Hundeart berochen. Von diesen schrie der eine über Frost, der andere vor Hunger und Durst, weil viele vom Skorbut so erbärmlich im Munde zugerichtet waren, dass sie wegen großer Schmerzen nichts mehr genießen konnten, da das Zahnfleisch wie ein Schwamm aufgeschwollen, braun-schwarz über die Zähne emporgewachsen war und selbige bedeckte. Schnell stellt sich heraus, der Landeplatz liegt auf einer Insel. Später wird sie die Bering-Insel genannt werden. Der dänische Kapitän im Dienste der russischen Zaren stirbt auf diesem Kamtschatka vorgelagerten Eiland am 8. Dezember 1741. Das habe ich im Norden der Beringinsel aufgenommen. Es sind mehrere Polarfuchsfamilien unterwegs, die dann untereinander kommunizieren. Das geht einen schon so ein bisschen ans Herz, diese Klagelaute, die einen so gefühlsmäßig da mitnehmen, die so einen traurig-melancholischen Klang haben. Man hat einen Abstand, sage ich mal, zwischen 10 bis 15 Meter. Wenn die schlafen, dann kommt man sogar bis einen halben Meter ran. Steller war dank seiner Beobachtungen aus Kamtschatka in der Lage, das Leben auf der Insel zu organisieren. Seiner Kenntnis der Pflanzenwelt verdanken viele der Schiffbrüchigen ihr Leben. Bis zum heiligen Christtage waren die meisten Leute bloß durch Hilfe des trefflichen Wassers und des frischen Fleisches verschiedener Seetiere wiederhergestellt. Und man sorgte nur dafür, immer mehr Kräfte zu sammeln, um gleich im Frühjahr die Arbeit zu unserer Erlösung desto munterer angreifen zu können. Unsere Bemühungen, um zu diesem Zweck zu gelangen, teilten sich in dreierlei Hauptarbeiten. Erstlich, in Ermangelung hinlänglichen Proviants, Seetiere zu schlachen, um damit den größten Teil unserer Nahrung zu bestreiten. Die zweite hauptsächliche Bemühung bestand im Holztrachen, welches für eine der größten und schwersten Arbeiten gehalten wurde, da außer niedrigem Weidengebüsch nicht ein Baum auf dem ganzen Eilande anzutreffen war. Die dritte Arbeit war die Bestellung der Ökonomie, da beständig gekocht werden musste, um die Arbeiter zu sättigen. Trotz dieser Umstände forscht Steller weiter, botanisch und zoologisch. Ein Meerestier findet seine besondere Aufmerksamkeit. Es ist 8 Meter lang, wiegt bis zu 4000 Kilogramm und ernährt 33 Männer einen Monat lang. In Zukunft wird es seinen Namen tragen, da er der erste und einzige Wissenschaftler ist, der es je gesehen, vermessen und untersucht hat. Die Stellersche Seekuh. Dieses Tier sieht nun zwar im Leben seltsam genug aus, ist aber doch wegen seiner Gestalt, Bewegungsart und um des Gebrauchs willen, der von ihm gemacht werden kann, wunderbar genug. Sie scheuen sich vor den Menschen im geringsten nicht. Zeichen eines bewundernswürdigen Verstandes konnte ich an ihnen nicht wahrnehmen, aber wohl eine ungemeine Liebe gegeneinander, die sich auch so weit erstreckt, dass, wenn eines von ihnen angehauen wurde, die anderen alle darauf bedacht waren, dasselbe zu retten. Eine suchte durch einen geschlossenen Kreis den verwundeten Kameraden vom Ufer abzuhalten. Andere suchten den Harpun aus dem Leib zu schlagen, welches ihnen verschiedene Male auch glücklich gelang. Wir bemerkten auch nicht ohne Verwunderung, dass ein Männlein zu seinem am Strand liegenden toten Weiblein 2 Tage nacheinander kam, als wenn es sich nach dessen Zustand erkundigen wollte. 3 Jahrzehnte später gilt die Stellersche Seekuh bereits als ausgestorben. Sie wird das Opfer der vielen Pelztierjäger, die infolge der Berichte über die Vielzahl an Zobeln, Seeottern und Polarfüchsen kommen, dem weichen Gold hinterherzujagen.
Uli Wanhoff hat auf der Beringinsel nur noch eine Rippe der Stellerschen Seekuh gefunden. Die naturkundlichen Museen in Dresden und Berlin sind dankbare Abnehmer seiner Naturalien. Es sind etwa 120 Vögel, die ich mitgebracht habe. Aber natürlich nicht 120 Vogelarten, sondern es ist auch wichtig, dass man von einer Art mehrere Exemplare hat, um dann eine Reihe auch herzustellen und da auch eventuell festzustellen, wenn man genügend Material hat, wird es eine eigenständige Unterart, wenn nicht sogar eine eigene Art, aber eher Unterart. Dann habe ich natürlich viele Fälle mitgebracht, ob das jetzt Seeotter ist, ob das Seebär ist, Polarfuchs ist, also auch Arten, die meerestypisch hier an diesen Küstengebieten dann vorkommen. Und das ist natürlich auch willkommenes Material, gerade für Westeuropa sind das einmalige Objekte, die ich mitgebracht habe. Gerade wie die Klippenmöwe, die nur in diesen Gebieten brütet, nirgendwo anders. Jedes Museum wäre froh, wenn es solche Exemplare hätte. Mit einem kleinen Boot, das sie sich aus den Trümmern der St. Peter zurechtgezimmert haben, kehren die überlebenden 46 Seeleute im August 1742 zurück zur Küste Kamtschatkas. Steller verbringt noch einmal 2 Jahre auf der Halbinsel, um seine Forschungen fortzusetzen. Er versucht sogar, Schulen aufzubauen und schreibt immer wieder Bittgesuche nach St. Petersburg. Es ist zu vermuten, dass man Kamtschatka von Anfang bis hierher ohne einige Unruhe und Blutvergießen hätte erhalten können, wo man mit diesen traktablen Leuten christlich, vernünftig und menschlich umgegangen wäre. Diese Sympathien für die Einheimischen werden ihm fast zum Verhängnis. 1743 wird die große nordische Expedition von der Zarin Elisabeth für beendet erklärt. Ein Jahr später macht sich Steller auf den Rückweg nach St. Petersburg. In Irkutsk am Baikalsee wird er denunziert und der Spionage angeklagt. Er hätte die Ureinwohner aufgewiegelt und rebellierende Kamtschadalen freigelassen. Das Gericht muss ihn aber dann doch mangels Beweisen freisprechen. Zermürbt von den Beschwernissen der Reise erkrankt Steller. Anfangs ist es nur ein leichtes Fieber, dem er keine Beachtung schenkt. Er reist mitten im sibirischen Winter und kommt bis zu einer Stadt in Westsibirien, 4000 Kilometer von seiner Heimat entfernt. 37-jährig stirbt er in Tjumen. Die Priester weigern sich, ihn auf dem orthodoxen Friedhof zu bestatten. So wird er am Ufer des Flusses Tura beerdigt. Sein Grab wird später bei Hochwasser fortgespült. Kein Bildnis, kein Grab und seine Schriften lange Zeit unzugänglich, da sie der militärischen Geheimhaltung unterlagen. Das ist natürlich schwierig, sich ein richtiges Bild zu machen. Ich bin 1991 aufs Geratewohl nach Petersburg gefahren, weil ich gehört hatte, man kann jetzt in die russischen Archive als Ausländer ohne weiteres rein. Wenn man die Literatur etwas verfolgt hat, dann konnte man vorher feststellen, dass dort meisten Manuskripte dieser Expedition größtenteils verloren gegangen sind. Ich habe dann 15 Jahre in Russland recherchiert und festgestellt, dass nicht nur fast nichts verloren gegangen war, sondern alle diese Materialien, die ein wirklich sehr breites Spektrum umfassen, von Geschichte Sibiriens, alte Dokumente zur Eroberung über die Naturgeschichte, bis zur Beschreibung der in Sibirien lebenden Völker, fast alles noch vorhanden war, und zwar zigtausende beschriebene Manuskriptseiten. Den größten Fund aber machte Wieland Hintsche per Zufall. Das ist beispielsweise das Tagebuch von Steller, was ich vor einigen Jahren entdeckt habe. Dieses Manuskript mit über 360 Seiten gibt alle seine Beobachtungen von Petersburg bis Jenisejsk wieder. Das Tagebuch, das ist schon seit Mitte des 18. Jahrhunderts in Petersburg vermisst worden. Das hat offensichtlich der Historiker Fischer an sich genommen und ist erst nach dem Tod von Fischer wieder in das Archiv der Akademie zurückgekommen, dort aber unter Fischers Papieren liegen geblieben und von niemandem als Stellers Tagebuch erkannt worden. Ja, das war wirklich
eine sehr überraschende Sache. Einen Tag vor meiner Abreise, Anfang der 90er Jahre, fiel mir dieses Tagebuch in die Hand. Ja, und das war natürlich wie die Krönung eigentlich der jahrelangen Arbeit. Wir haben mit dem damaligen Archivdirektor dann ein Wodka darauf getrunken. Heute leben etwa noch ein paar tausend Itelmenen, Evenen und Koryaken auf Kamtschatka, das zu Teilen 1996 von der UNESCO zum Weltnaturerbe erklärt wurde. Von Stella gibt es kein Denkmal, nur eine ganz kleine Straße ist nach ihm benannt. Seine deutsch- und lateinisch verfassten Schriften waren auch hier bis in die 90er Jahre weitestgehend unbekannt. Im Jahre 96 wurde ich gebeten, einige Kapitel aus seinem Buch zu übersetzen, weil sie wollten mehr wissen. Im Jahre 99 wurde endlich das Buch, auf Russisch heißt das wie beim Steller, Kairoshininko, Opisanie Zemli Kamtschatki, herausgegeben auf Kamtschatka, weil die Interesse war sehr groß und das hat mich auch sehr gefreut. Und das Buch wurde sehr schnell auch vergriffen. Es gibt so Stellen, die sind ein bisschen so, wie sagt man, diese kritischen Stellen sind ein bisschen weicher gemacht. Tjan Zaorchnaya, eine Itelmenin aus Kamtschatka, die in München lebt. 1980 wurde die studierte Meteorologin zusammen mit ihrem Mann, einem Dissidenten, vor den Olympischen Spielen aus Moskau ausgewiesen. 10 Jahre lang durfte sie ihre Heimat nicht besuchen. Aus dem Münchner Exil ist zwar eine Heimat geworden, aber dank Stella hat sie eine Brücke zurück nach Kamtschatka gefunden. Angefangen habe ich mich damit sehr intensiv zu beschäftigen. Ich meine überhaupt mit der Geschichte Kamtschatkas, als ich dann ausgewiesen wurde. Und Sie wissen, wenn man nicht in die Heimat wieder fahren darf, dann diese Sehnsucht ist ja noch mehr stärker und deshalb beschäftigt man sich mit der Geschichte der Heimat intensiver. Seitdem kursieren die Schriften Stellers unter den indigenen Volksgruppen in Kamtschatka, die so wieder etwas von der verschütteten Vergangenheit ihrer Vorfahren erfahren. In erster Linie, ich denke, es bedeutet, dass man bekommt ja auch diese Selbstwert ist ja sehr wichtig. Das Kennen oder immer mehr sich vertiefen in eigene Geschichte, das bedeutet, dass Menschen endlich sagen, ja, ich habe ja auch Wert in diesem Leben. Deshalb, Sie wissen das, wir haben ja sehr viel Probleme mit Alkoholismus und so. Es ist ja nicht aus nichts gekommen und das Kennen bringt den Menschen Mut, auch sich für eigene Rechte einzusetzen, das ist wichtig. Und Uli Wanhoff? Er hält Vorträge, schreibt Bücher, malt Bilder, die auf seinen Naturerkundungen beruhen, stellt diese deutschlandweit aus. Kamtschatka ist eine Art Berufung geworden. Also ich kriege oft auch Post von Leuten, die recht naiv sind, junge Leute, ach, wir möchten auch gerne nach Kamtschatka und so, wie sie leben. Und denken, ja, sie können jetzt irgendwie Kamtschatka durchqueren und so weiter. Das geht wirklich nur über Freunde und Bekannte, wo auch ein Vertrauensverhältnis da ist. Ich kann nicht einfach jetzt sagen zu irgendwo, jetzt nehme ich mal irgendwo dorthin und jetzt gehe ich alleine los. So funktioniert das nicht. Seit einigen Jahren erkundet Uli Wanhoff die Vulkanlandschaft als Reiseleiter und Lektor. Er lebt nun von der Sehnsucht anderer nach der kargen, faszinierenden Landschaft am anderen Ende der Welt. Wanhoff begleitet deutsche Kreuzfahrttouristen, die sich die teure Stippvisite nach Kamtschatka leisten können. Kamtschatka hat ja in 90er Jahren viele Meinungsfreiheit gewonnen, aber leider in diesem Jahrhundert hat sie wieder peu à peu verloren. Und gewonnen, das ist weniger, aber verloren hat ja sehr viel, in dem Sinne die rechtliche Situation der indigenen Völker. Zum Beispiel Kamtschatka ist ja bekannt für viele Lachse
jetzt viele Quoten sind auf freien Markt gegangen und die Einheimischen, ob jetzt Italmenen, Koreaken oder Eweden, sie haben ja keine Rechte für Fischfang. Und auf Kamtschatka wird ja Gold abgebaut und es ist ja auch ein großes Problem mit Erdölförderung. Erdöl und Fischfang, das ist ja immer sehr große Mächte, die kämpfen auf Kamtschatka besonders. Stella hat akribisch geführte Tagebücher und mehrere Schriften hinterlassen. Die Flora Irkutiensis, eine Beschreibung von sonderbaren Meerestieren und die Beschreibung Kamtschatkas. Eine Passage daraus wurde für die Itelmenen Anfang der 90er Jahre eine besondere Entdeckung. Die Itelmenen haben in dem ganzen Jahr nur ein einziges Fest, im Novembermonat. Und scheint es wohl, dass in den uralten Zeiten solches von ihren Vorfahren verordnet worden, in Absicht, Gott vor seine Gaben zu danken. Von ihren alten eichenen Tänze ist der vornehmste, dass die Weiber und Jungfern alle in einen Kreis sitzen, dann springt eine auf, singt ein Lied und hat an den beiden Mittelfingern lange Flechten vor dem weichen Grase Eheu angebunden. Dieses schwingen sie auf mancherlei Art und drehen und wenden sie sich dergestalt behende, dass der ganze Leib wie vom kalten Fieber zittert und haben alle Glieder eine besondere und konträre Bewegung gegeneinander, dass man die Geschicklichkeit ihres Leibes so wenig mit Worten beschreiben, als zur Genüche bewundern kann. Unter dem Singen imitieren sie allerhand Tier- und Vögelgeschrei und machen solche Bewegungen in der Kehle, die kaum nachzumachen sind. Und lautet nicht anders, als wenn zwei oder drei zugleich verschiedene Stimmen hören ließen. Das Fest heißt Al-Halalalalai. Sie sagen, dass es ist ja einfach so Befreiungsgeschrei. Und da sagen normalerweise die Männer und die Frauen dann schreien Alulu. Und so wird das übergeklungen. Al-Halalalai. Alulu. Dass sie hören das, dass es wird gebeten. Stella hat ja vermutet, das ist so eine Art Dankesfest, weil normalerweise wird es im Herbst gefeiert, wenn alle Vorräte für Winter gemacht sind, Beeren gesammelt, Kräuter, auch Fischvorräte und dann beginnt ja kalte, dunkle Zeit und die Itelmenen haben ja früher immer eine Winterbehausung gebaut. Deshalb denken wir, das ist ja so wie ein Weihnachtsfest plus eine Bitte an vielen Götter oder Göttinnen, dass der Winter nicht so kalt wird, dass nicht so viel Schnee wird, dass allen gut geht und dass sie nicht so viel Krankheiten noch haben. Der lange Weg nach Kamtschatka. Auf den Spuren des Naturforschers Georg Wilhelm Steller. Feature von Conny Klaus. Redaktion Tobias Barth. Es sprachen Petra Hartung, Matthias Tretter, Axel Thielmann. Ton Holger König. Schnitt Christian Grund. Regieassistenz Corinna Waldbauer. Regie Nikolai von Koslowski. Produktion Mitteldeutscher Rundfunk 2012.